In diesem Video möchte ich dir gerne das CryptPad zeigen, ein browserbasiertes Tool für das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, an Texten, an Tabellen und vielem mehr mit besonderem Fokus auf Datenschutz, Datensicherheit und Privatsphäre. Unter CryptPad.fr können wir uns über diesen Dienst informieren, über die verschiedenen Modelle. Es gibt einen kostenlosen Account, es gibt kostenpflichtige Accounts, Accounts auf Spendenbasis. Und wir sehen auch schon direkt auf der Website das eingebaute Datenschutzversprechen, dass eben alle Inhalte im Browser verschlüsselt und entschlüsselt werden und außerhalb der bestehenden Sitzung auch nicht gelesen werden können, auch nicht für die Administratoren des Boards. Wenn du dich für CryptPad entschieden hast, dich registriert hast, dann startest du in deinem Crypt Drive. Das ist ein virtueller Dateimanager, in dem verschiedene Ordner, Verzeichnisse angelegt werden können und auch Dateien angelegt werden können, die wir wiederum mit anderen teilen können. Mit einem Klick auf Neues Pad können wir jetzt nun auswählen, welchen Dateityp wir neu erstellen wollen. Ein Textdokument, Tabellendokument, Präsentation. Wobei Präsentation ist jetzt keine PowerPoint-Präsentation, sondern eine sogenannte Markup-Präsentation. Und Text und Tabelle, das können wir mit normalen Office-Dokumenten auch vergleichen, mit Word und mit Excel. Umfrage, Kanban-Board und Whiteboard, da empfiehlt es sich, das einfach sich mal in Ruhe anzuschauen und auch zu gucken, für was könnte ich das denn im Prinzip einsetzen. Wir starten mal mit dem Texteditor, das heißt, ich kann noch ein Ablaufdatum, ein Passwort hinzufügen, klicke auf Erstellen und habe jetzt hier in meinem Browser einen Texteditor, den ich einfach reinschreiben kann. Diesen Text, den kann ich jetzt ganz normal verändern, wie ich es aus Office kenne. Ich kann die Schriftart ändern, die Schriftgröße, ich kann die Formatierung ändern, also fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, die Position und vieles mehr. Das richtig Spannende ist jetzt ja, dieses Dokument freizugeben, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch da mitarbeiten können. Und das funktioniert entweder über diesen Button hier oben, Teilen, oder über mein Crypt Drive, wo ich dann hier das Dokument sehe, mit der rechten Maustaste draufklicke und auch hier die Option Teilen habe. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Hier kann ich auch nochmal die Rechte festlegen, die der andere hat. Das heißt Ansehen, Bearbeiten, einmal Ansehen mit Selbstzerstörung. Kann mir dann den Link kopieren und das an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Um das mal zu demonstrieren, wie es für die denn aussieht, schalte ich mal um in einen anderen Browser. Hier bin ich nun nicht im Crypt Drive angemeldet, das heißt, das ist analog, wie ein Gast nun mal jetzt zutritt. Er bekommt den Link einfach zugeschickt, ich kopiere ihn, füge ihn dann oben in die Browserzeile ein und ja, komme jetzt in das bestehende Dokument. Das heißt, ich sehe, was bereits geschrieben wurde und kann jetzt hier einfach mit dazu schreiben. Das heißt, wir können jetzt zu zweit aus zwei verschiedenen Browsern in einem Dokument schreiben. Ich habe zudem auch noch einen Chat, der mir hier zur Verfügung steht. Das heißt, ich kann mit allen Anwesenden in diesem Dokument chatten und sehe hier auf der Seite auch noch eine Teilnehmerliste. Die Gäste sind hier allerdings alle als anonym gekennzeichnet, können sich aber selbst umbenennen, indem sie dann einfach auf das Stiftsymbol klicken und sich einen Namen einfach ausdenken oder den reinschreiben. Grundsätzlich, das ganze Board ist auf Privatsphäre und Anonymität ausgelegt. Von daher ist ein Rückschluss vom Namen auf die erstellten Inhalte nicht möglich. Ich kann jetzt allerdings, wie gesagt, als Gast jetzt auch kommentieren, wie ich das in dem Überarbeitungsmodus von Office kenne und Anmerkungen auch dazu schreiben, sodass darauf reagiert werden kann. Jetzt muss man sich natürlich zu Recht die Frage stellen, wenn ich mit 20 Leuten in einem Word-Dokument arbeiten kann, ist es denn auch sinnvoll, das zu tun? Weil das gibt ja ein heilloses Durcheinander, wenn jeder die Tab-Taste drückt, neue Sätze und neue Zeichen reinbringt. Das ist ein heilloses Durcheinander. Das kann man üben. Das ist wirklich eine Frage der Routine. Und es ist eine Frage, ob ich synchron oder asynchron hier drin arbeite. Also das heißt, mit allen 20 Leuten gleichzeitig im gleichen Moment oder eben über einen bestimmten Zeitraum, dass jeder auf die gleiche Quelldatei zugreift, dass es eben keine Missverständnisse gibt, wenn eben jemand eine Änderung macht und die per E-Mail dann eben auch zuschickt. Wie gesagt, das erfordert eine gewisse Routine und da ist einfach die Empfehlung, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Zurück in unserem CryptDrive. Wir haben hier noch viel mehr Möglichkeiten, als nur Word-Dokumente auch zu erstellen. Das heißt, wir haben hier auch ein Tabellenkalkulationsprogramm, wie wir es aus Excel kennen. Ich klicke auf Erstellen und habe jetzt hier auch die Möglichkeit, einfache Formeln, wie ich sie auch in Excel habe, einfach auch anzuwenden und somit auch gemeinsam mit anderen Leuten an einer Finanzierung, einem Finanzplan, Kalkulation etc. auch zu arbeiten. Weitere nette Möglichkeiten, zum Beispiel ein Umfragetool oder ein Kanban-Board. Also Kanban-Board, ich habe jetzt hier verschiedene Spalten, die ich beschriften kann. Das hier ist jetzt so eine Vorlage von so einem Projektmanagement-Tool. Ich habe jetzt hier die Spalten zu erledigen, in Bearbeitung und erledigt. Das ist wie Trello oder Meistertask. Das sind im Prinzip auch nochmal Dienste, die sowas Ähnliches machen. Kann dann hier auch verschiedene Aufgaben verschiedenen Personen zuordnen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Beitrag jetzt erledigt ist, kann ich diesen auch problemlos dann auch einfach in ein anderes Board verschieben. Das heißt, so kann ich auch in einer Gruppe einen Projektfortschritt zum Beispiel auch dokumentieren und auch visualisieren, was sehr hilfreich ist. Das waren jetzt nur ein paar von vielen Möglichkeiten, die das CryptPad überhaupt bietet. Wie gesagt, wenn das so von Interesse ist, einfach mal kostenlos anmelden, auch mal ausprobieren. Wenn du Fragen hast oder Rückmeldungen oder schöne Beispiele für Szenarien, einfach in den Kommentaren melden und da freue ich mich total drauf. Und ansonsten alles Gute, bis bald, macht's gut, tschüss.